Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer meiner neuen Videos. Ich wollte euch nämlich zeigen, wie man bei Sony Vegas Pro 10 ein Intro erstellt. Ich habe ja schon mal drei Sachen drin. So, dann geht ihr unter Mediengeneratoren als allererstes. Nee, nicht. Fail. Egal. Macht ihr hier erstmal ein Textmedium erstellen. So. Löschen wir mal den Beispieltext. Du machst ja da wirklich nur so ein Beispiel. Ich mache da meinen Namen rein. Dieser Fehler wird sofort behoben. Platzierung ist okay. Und sogar optimal für das, was ich mit euch vorhabe. Das macht da mein Lieblingsrot ist das 255 Rot, das 0 Grün, das 0 H und 255 A. Das ist das Beste eigentlich, was mir gefällt. Animieren. Gut, kein Bock. Animieren, da kann man. Wieso habe ich auf Animieren gedrückt? Nö, da kann ich auch die Farben und so ändern. Deswegen zieht er so runter und zieht so. Ist ein bisschen aggro, finde ich. So. So, ja, so. Man kann auch ein paar Schatten ziehen, nur darauf habe ich keinen Bock. Weil. Das nennen wir mal. Das nennen wir Titel Text X Ampel. So, Titel Text Example. Ah, es sind doch 29 FPS. Was hat das Scheiß? Oh man, jetzt hat er mir mein Titel Dings versaut. So nennen wir das einfach. Und du bleibst hier stehen. Stehen. Bleiben. Gut. Dann zieht ihr eine Solid Colors hier an, ziehe ich einfach mal rein. Kling. Denkst du das? Haben wir die Solid Color. Bisschen zu lang. Naja, ein bisschen zu lang sind die 4 Sekunden auf keinen Fall. So. Dann geht man hier auf, wie heißt das? Ne, das generierte Medien. Das Event Panorama Cropping. So. Und zieht das Ding erstmal so hoch, wie geht. Also, so reicht. So reicht auf jeden Fall. Dann geht man hier unten in die Leiste, zieht ein paar Sekunden weiter. Am besten eine Sekunde. Und ja, so eine Viertelsekunde. Macht so. Und lässt das auch so ein bisschen drehen, dass man so einen kleinen Effekt hat. Versteht ihr? So, lass uns ein bisschen drehen. Gib mal oder auf eine Sekunde. Und dann zieht man runter. Etwas so. Und auf eine Sekunde zieht wieder ein bisschen runter und dann wieder so, wie es normal ist. So, dann legst du das. Und dann sieht das so aus. Und das sieht schon besser aus, wenn man so macht. Oh, da war mein Fehler. Den habe ich auch gerade bemerkt. Diese beiden Keyframes waren es. Diese lösche ich einfach mal hier. Er wecke mit euch hier. Und ich mache das mal eben neu. So, ist schon so hochgezogen, wie es geht. Bisschen höher geht schon noch. So. Diesen Keyframe löschen wir wieder, weil der auch falsch gesetzt worden ist. Dann ziehen wir hier rüber. Das ist doch der allererste Keyframe, echt. Du bleibst das da. Gott, da. Dann ziehen wir das etwa hier hin, so ungefähr. Und sind so runter. So ungefähr. Kann man noch ein bisschen übertreiben, aber dann ziehen wir so runter. Und dann, damit das so aussieht, als ob das irgendwie. Damit das so aussieht, als ob das irgendwie mit der Kamera oder irgendwas gefilmt worden ist, kann man diesen Effekt hier reinsetzen. Wenn man das einfach dreht, ein bisschen weiter spult, dann nochmal so dreht. Und dann auf 2 geht. Und das wieder perfekt dreht. So. Oh.
Aber jetzt ist es ein bisschen zu lang. Hier hört das Video auf. Deswegen schneiden wir das einfach mal. Und dies hier können wir mit entfernen. So, dann haben wir hier das jetzt. Ja, das sieht gar nicht mal so scheiße aus, wenn man es so sagt. Und dann, wenn man das nicht alles neu einstellen muss mit Drehen und so, kann man hier STRGC machen. Und dann darauf klicken, STRGV und dann einfach nur da. Dann auf Videomediengeneratoren. Und dann kann man hier dieses tut. Naja, eher gesagt präsent oder präsentiert, kann man auch sozusagen. Platzierung ist gut, ja, hier, was weiß ich, ist alles gleich und hier auch alles gleich gut. Und dann sieht das so aus. So, ja. Und jetzt sagt bestimmt einer, ja, supi. So. Wie es aussehen würde, wenn kein Sonic Color wäre. Ja, ist so. Man kann inzwischen auch Übergänge machen, was ich hier, glaube ich, auch machen werde. Warte. Fly in, fly out, das ist cool. Das kann eigentlich so bleiben, wie es will. Nur Rotation hier ein bisschen höher da. Jo. Dann sieht das ungefähr so aus. Das sieht nicht so scheiße aus. Und unter Privaten hatte ich so gemacht, dass er auch wieder zurückgeht und dann sich hinten so wegdreht. Das sieht lustig aus. Priu. Jo, 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 jo. Und wenn ich dann nochmal hier mache, dann sieht das so aus. Das sieht scheiße aus, wenn ich zugebe. Deswegen machen wir so Synchronisierung. Machen wir einfach STRGZ und dann ist es weg. Aber das sieht nicht gerade sehr schlecht aus. Das hier. Brio. Präsent. Warte mal. 3D Blinds. Genau das war das. Das ist nicht so lange. Das sieht ein bisschen kleiner. Abschnitte hier. Zusätzliche Drehungen 5. Staffelung, was weiß ich hier. Spiegellicht so gut. Da kann man es auch so machen. 3D Flyout. Und dann dreht sich das weg. Nur das war ein bisschen. Ja. Und das war ein bisschen zu viel. Von links rechts. Ja, Herz und so. Hier gibt es viele Sachen, würde ich mal sagen. Oder Spirale. Zwepp. Wo ist es denn? Naja, egal, hier brauchen wir keinen Übergang machen. Oder warte, wir machen da auch dieses Fly in, Fly out. Dass es da auch rausgeschossen wird. So. Und nochmal. Oder sieht so aus. Und da kann man auch so machen, dass ich dann einfach hinausdreht.
Und dann sieht es so aus. Neu. Und man kann die Sony-Kelle auch weiterziehen. Und dann kann man das beenden. Aber damit ein Intro überhaupt ein bisschen Sinn ergibt, so ziehen wir es hier in die Spalte. Hier muss ich ein. Schnitt machen, weil da überhaupt nichts läuft. So. Piep. Entfernen und wie man sieht, ist alles perfekt. So und so klein ist das. Das sind nicht mal, das sind 6 Sekunden. 27. Das zeige ich jetzt nochmal. Und so wäre es dann fertig. Und aus. Das sieht gar nicht mal so scheiße aus. Aber ich zeige es euch gleich nach dem Tutorial nochmal. Okay, ich freue mich, dass ihr es zugesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. So sieht's fertig aus.